So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lufia. Mittlerweile weiß... Mittlerweile weiß ich auch wieder Bescheid, in welchem Part wir sind. Nämlich dem 29. Ja, das Anhöhle-Special verspätet sich jetzt ein bisschen. Leider Gottes. Ich habe das schon fertig durchgespielt und alles, wie gesagt, aber mein Computer ist einfach zu langsam. Der packt das einfach nicht so schnell von der Verarbeitung her. Und deswegen wird es wohl jetzt ein oder zwei Tage später kommen. Habe auch meinen sonntäglichen Upload nicht machen können. Also, den ich für normal gemacht hätte. Also, es wäre echt schon das Anhöhle. Oh. Gut, die Kugler können dieses Gerät sein. Gut, alles, was wir jetzt noch tun müssen, ist die Kugel zerstören. Na dann, let's go. Ich erzähle gleich weiter. Zerstört die Kugel und der Fluchtzauber wird wieder funktionieren. Gut, ich tue es. Nimm das. Eine etwas rabiate Methode, aber sie scheint funktioniert zu haben. Die Blockade ist weg. Na endlich, dann lass uns jetzt hier verschwinden. Hey, Dicker. Verdammt, ich habe im Moment nicht aufgepasst. Was? Ihr werdet diesen Ort nicht leben verlassen. Du lebst und tschüss. Geht, geht, flieht so lange ihr noch könnt. Dicker, halt aus, ich bin schon unterwegs. Nein, der Tempel stürzt voll zusammen. Hau ab, Maxim. Glaubst du, ich lasse dich hier alleine zurück? Der Tempel bricht gleich zusammen. Iris, bring sie zurück. Jetzt. Aber ich sagte jetzt. Flucht. Idura, ich verfolge dich bis das Ende der Welt. Oh Mann. Dicker. Nein. Der beste Mann. Dicker. Nein, das darf einfach nicht wahr sein. Es wird ihm schon nichts passieren. Er kann gut auf sich allein Acht geben. Er hätte den Fluchtzauber nicht so einfach. Ich hätte den Fluchtzauber nicht zu früh einsetzen sollen. Wenn du es nicht getan hättest, wären wir alle verloren gewesen. Wo gehst du hin? Ich werde für die K beten. Mehr kann ich im Augenblick nicht tun. Nochmal rein telewarpen. Was machen wir jetzt, Maxim? Wir setzen unsere Reise natürlich fort. Oh Mann. Da ist er weg, der beste Mann. Ah, er war so gut. 900 Angriff Ahnenhöhle. Naja gut, kannst du nichts machen. Wir setzen die Reise fort. Vielen Dank. So, also die Ahnenhöhle kommt dann ein oder zwei Tage, also entweder heute oder morgen, eins von beiden. Das weiß ich noch nicht genau, wie ich es denn schaffe mit meinem Computer, so von der Schnelligkeit her. Ist halt alles ein bisschen sehr kacke mit so einem arschlangsamen Ding. Also dachte ich mir, ach komm, nutze die Zeit heute lieber ein bisschen zum Aufnehmen, anstatt das jetzt hier quasi am Tag rendern lassen zu müssen, wo du nicht machen kannst. Also es ist zwar abends, aber normalerweise mache ich das immer in der Nacht, weil 1 bis 2 Stunden einfach nur Verarbeitungszeit, das ist einfach, damit will man sich nicht am Tag belasten, wenn man stattdessen aufnehmen könnte. Nur damit man dann Bescheid weiß. Ich habe sowieso keine Zuschauer, also who cares. Bis ich vielleicht habe, habe ich dann auch einen neuen PC, denke ich. So, jetzt bin ich in Kythos. Dieses Schiff steht ab sofort zum Verkauf. Na, dann kaufen wir es mal. Ich habe das Schiff gerade angesprochen. Oh, wie süß. So, was gibt's denn hier so Schönes? Hallo alle zusammen, hier könnt ihr euch amüsieren. Ihr seid fremd hier, oder? Wollt ihr etwas zu trinken? Schieb rüber. Okay. Was muss ich denn jetzt tun? Was muss ich tun? I don't know. Lex ist irgendwie komisch, aber ich mag ihn. Er ist immer so nett zu mir. Mögt ihr Blumen? Wenn ihr wollt, könnt ihr meiner Schwester welche abkaufen, wenn sie zurückkommt. Wenn sie zurückkommt. Okay. Was ist hier? Gibt's hier was?
Die Schicksalsinsel liegt südlich von hier. Es soll ein riesiges Casino in dieser Stadt geben. Cool, ich spiele für mein Leben gern. Ja, um dein Leben, wenn du so weiter redest mit mir, Alter. Nein, Spaß. Wo muss ich hin? Wow. Bleib da! Okay, zwei sind auch gut. Gut, wir sollten. Ja, okay, sehr schön. Neues Level für alle, nice. Geh mal hier rein. Die Musik ist gut. Willkommen im Shire-Labor von Lexis. Wer es nicht glaubt, der irrt sich. Okay. Wow, beeindruckend. Das ist quasi der Troll der alten Zeit. Oh mein Gott. Okay. Vielleicht hier? Okay. Rechts, links. Wir kommen erneut, doch dritten, nein, hinter dieser Tür soll das Laboratorium sein. Ja. Erzähl mal nicht. Oh, das war's schon. Hey, was geht ab, Dude? Ich bin zu beschäftigt, können wir später miteinander reden. Was? Was soll ich denn machen? Noch mehr runterspringen? Und dahin. Hä? Gut, dann bin ich hier wohl ganz offensichtlich falsch. Motherfucker. Naja, gut, guck mal. Erstmal das Monster hier umbuchen. So, jetzt muss ich mal einen kurzen Schnitt machen. Tut mir leid, geht nicht anders. So, ganz unauffälliger Schnitt. Hat garantiert niemand bemerkt. Hundertprozentig nicht. So, jetzt immer noch die Frage: Was ist meine Aufgabe? Ich werde da gerade nicht schlau draus. Was ist hier? Soll ich wirklich den Berg hier klimmen? Ja, vor uns hier Berg der Blumen. Vor uns wurde ja gesagt, dass ich Blumen von irgendjemandem kaufen soll, sobald er zurück ist. Also hier haben wir Blumen, so wie es aussieht. Okay. Naja, gut, wir gucken einfach mal. Jetzt soll ich hier zu dritt hoch, really? Ach egal. Ja, muss schon irgendwie machen. Hoffe ich zumindest. Greif Gui an, Mann, der frisst mehr. Gucken wir einfach mal. Wir gucken einfach. Erstmal hier den Gegner eliminieren. So. Hammer gefunden. Oh yeah. Was sagt das Schild? Steht da eine Säule und du kommst nicht heran, nimm dir doch den Hammer und schieb sie damit an. Triffst du auf eine Wand oder einen Stein, nimm den Hammer und machst sie damit klein. Jo, machen wir mal. So, und damit haben wir jetzt auch alle Ringgegenstände, glaube ich. Jo, Hammer. Lass mich in Ruhe, bitte. Mann! Naja, gut. Holz bin ich mal kurz weg. Ja, rufe Verstärkung, gönn dir. Ist gut, so. Los. Go. Easy. Und Level up. Verschrichtung. So, Krähenkelch. Guck mal. Okay, der Damage, den die machen, ist doch ganz schön ordentlich. Komm, jetzt stirb, bitte. Bitte, gut. Da muss ich mich erst mal wieder heilen. Sonst wird das nichts. So, weiter geht's. Ich hoffe wirklich so sehr, dass ich hier einfach richtig bin. Moment, ich muss kurz checken. Okay. Huch. Bam. So macht man das. Butz. So. Komme ich auch durch? Okay, nein. Schade. So, hier, dich mache ich kurz kalt, weil du stehst im Weg. Oh, Previ, nice. Nummer 1.
Nummer 2. Really? Oh, ich dachte schon, wenn das durchgekommen wäre. Digga. Das wäre nicht korrekt gewesen. Ja, komm. Die machen nicht mal Schaden, ne? Der Hund hat die einfach alle gekillt. Easy. So. Okay. Mach mal so hier. Wo geht's hier lang? Okay, ich gehe einfach mal hier weiter. Keine Ahnung, ob das richtig ist. Okay. Erstmal wieder den Krähenkelch hier eliminieren. Und tschüss. Okay. Das ist gerade alles ein bisschen sehr labyrinthartig. Hier ist nichts. Okay. Ich kann hier runterspringen. Cool Story, Bro. Gut, dann bekämpfe ich jetzt nochmal. Schön. Hab sonst nichts zu tun den ganzen Tag. So gegen Krähenkelche zu kämpfen. Jetzt komme ich genau dann da draus, ne? Ja, okay. Dann gehen wir mal hier weiter. Yo. What's up? Was soll ich denn jetzt hier machen? Oh. Okay, wie mache ich das am besten? Klappt das? Ja. Und abgefuckt. Fuck. Okay, in der Mitte macht es den mittleren. Versuchen wir es mal so. Ne, ich glaube, damit habe ich schon wieder verkackt, ne? Oder ne? Ich komme durch. Easy. Hier kurz durchbomben. Boah, nice. Eine Flugaxt. Ein Drachenei, uhu. Schön. Und ein Kraftring. Guck mal. Oh Gott. Verzeihung. Guck mal, wie gut das ist. Aber die Flüge kannst du nicht zufällig. Nein. Gut, dass ich ein Eisenschwert hab. Aber du hast nicht Spaß, oder? Jetzt muss ich noch niesen, Alter. Gott, verdammt nochmal. Boah, der Frostding macht so viele Sachen gut. Na komm, irgendwann müssen wir sowieso. Aber die Flugachse ist nicht besser. Ja, das dachte ich mir ja. Ach ja, den Kraftring habe ich. Oh, jetzt habe ich voll mit Mikro penetriert. Kraftring. Oh, damn. Ja. Ziemlich klare Sache. Wo kommen wir hier hin? Und es geht weiter nach oben. Hier brauche ich wieder den Enterhaken. Los. Ach, hier ist ein Kapselmonster. Radini. Das klingt ja süß. Bitte gib Radini einen Namen. Fran. Passt schon so. Ich freue mich dann schon, hier an den Kapselmonster hochzuleveln. Allerdings frage ich mich ja, was man tun muss, das werde ich nochmal googeln, um die Stufe 5 Version von den Kapselmonstern zu bekommen, weil ich habe nämlich meinen Kettenhund auf das maximal Level gebracht in der Anhöhle, aber den konnte ich nur bis Level 4 hochziehen. Danach kam die Nachricht, ich bin satt und dann konnte ich nicht mehr leveln. Also dann muss ich auf jeden Fall noch mal googeln, wie man das anstellt. Ob man den da irgendwie zum Schluss noch mit irgendwas füttern muss oder so. Das werde ich mir auf jeden Fall dann noch als Lektüre heute Abend mal ganz kurz reintun. Und ich werde dann bestimmt noch eine Folge aufnehmen, dann werde ich noch gleich erklären, wie man es macht. Denke ich zumindest, dass das so kommen wird.
Aber ich darf nicht in der Zukunft leben. Es geht nämlich... Gott, ich wollte eigentlich den Hammer benutzen und die Steine wegkloppen. Drüben ist viel getroffen. Ah, ich komme ja gar nicht weiter. Gott. Oh, ist das... Nein, ist das dämlich. Wirklich. Komm, hier. Let's go, let's go. Nö, nö, hier. Nein, Mann, ich will doch den Enterhaken benutzen. Los, hier. Fertig. Easy. Tja, jetzt weiß ich, wo wir runterspringen müssen. Jo. Dude, serious. Na gut. Mach mal das halt. Easy. Und das mach ich auch noch schnell kaputt. Go. Easy. Aber jetzt auch ganz dringend wieder heilen. Gut. Lass mich gehen. Tengu. Was war das denn? Angriff. Boah, schreit denn aus? Der hat mein Hund gekillt. The fuck? Captain Obvious. Was ist hier? The fuck? Was ist das hier? Hier komme ich wohl ganz offensichtlich nicht durch. Komm schon, lass mich an den Schatz. Was? Okay, hier komme ich ganz offensichtlich nur zur Treppe. Also das ist jetzt nur, ist ja gut, aber... Komme ich denn nicht da oben irgendwie hin? Nein, hier nicht. Hier vielleicht? Bitte. Ah, okay. Ich habe keinen Hammer ausgerüstet, oder? Nein. Ah, alles klar. Ich muss erst irgendwie da hoch. Verdammt nochmal. Aber gut, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Zuerst hier lang. So gut wie geht. Oh. Ah, das Spiel nicht so Lust drauf. Wie komme ich denn jetzt dahin? Dude, komm schon. Muss doch irgendwie gehen. Ne, hier ist Sackgasse. Da muss ich vielleicht doch von unten kommen. Ist nicht irgendwie hier? Nein, okay. Da muss ich doch von unten ran. Guck mal, ob ich hier irgendwie weiterkomme. Ne, hier sitzt man genauso fest. Hier sitzt man auch fest. Ah, nice. Komme ich hier irgendwo hin? Okay, dafür komme ich nicht da oben hin. Hier ist auch nichts. Hier komme ich nur zurück. Hier komme ich dann hier an den Schatz? Ja. Ein Lebenssaft. Na, das macht mich doch glücklich. So, dann gehe ich noch zurück, sahen die Schätze ab und danach ist doch eigentlich ganz guter Zeitpunkt, um die Folge zu beenden. Ich hoffe, dass wir im nächsten Part auch endlich wissen, wo es denn weitergeht. Kobrastein. Gucken wir gleich mal. Kobra. Wow. Müll. So, hier mal sortieren. Psychosaft. Für Selan. Was haben wir noch? Lebenssaft. Ach so, das erhöht gleich die KP. Ich dachte schon. Nun gut, dann halt nicht. Ist das halt so. Na, wo lang? Hier und da. So, gut, dann beende ich die Folge jetzt und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Ja, hier lang. Jo,
dann zum 30. Und wow, dann habe ich schon einen Monat Luffy hochgeladen. Naja, das können wir dann thematisieren. Bis dahin.